Hey Leute, Erzbros TV wieder am Start, ey. ja, heute mal mit einer Real-Life-Story, würde ich sagen. Jo. Die wir gestern erst erlebt haben. Direkt gestern, Alter, das war so heftig. Erzähl mal. Auf jeden Fall, ja. Wir waren bei seiner Freundin in Marienberg und da haben zwei Bullen vor uns erstmal einen Typen durchsucht, der vielleicht Drogen oder sowas dabei hatte. Und ja, die sind ein paar Meter weiter, sind die angehalten und haben uns dann wahrscheinlich beobachtet, und keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall losgefahren und in Kleinrückerswalde bin ich halt etwas zu schnell gefahren, so 20 km/h schneller als erlaubt. Und ja, dann der Bulle hinter mir, so Lichthupe, Blaulicht und alles, er saß hinter mir. Ja, er sagt, so, auch, er sagt auch noch so, guck mal hinter, ich guck hinter, dann gibt noch Gas, fährt einfach weiter, ne? Also, ja. Da war es durch, ja. Ne? Ja, dann haben wir angehalten, ja. Dann kam der Bulle, Verkehrskontrolle, Führerschein, Fahrzeugpapier, Scheiß, haben wir alles abgegeben, dann hat er von uns hier noch die ganzen Ausweise, die halt alle mit waren, verlangt, muss man aussteigen. Und dann sagt der Bulle noch so, ja, Herr Jäger, ich hatte zu kämpfen, dass ich überhaupt zu einer Haken. Ja, das war das Geilste. Dann musste der Test machen hier. Drogentest, ne? Test. Und dann. Vor allem mit der Begründung, wir hätten alle beide gläserliche Augen. Also. Und, ja. Der war auch hart am Escalation. Ja, richtig fett am Escalation. Ja, dann hat er den Test gemacht und sagt, dass so, ich soll auch noch runterkommen. Ich so ganz gediegen, ja, Alter, geht genau. Ja, vor allem dann er dann die ganze Zeit so. Ja, hoffentlich ist er positiv, hoffentlich ist er positiv, alles. Und ja, da muss man halt kurz warten. Der hat dann in der Zwischenzeit das Auto so durchsucht. Ja, ich bin halt die ganze Zeit auf so hinterhergelaufen. Auf Lieb und Stichwaffen, Mann. Ja. Vor allem macht es halt, kontrolliert, tut meine ganze Jacke, nimmt meine Jacke, mein Portemonnaie, durchsucht das Portemonnaie, ne? Nimmt die Jacke hier, nimmt die, riecht dran. Das riecht nach Sportzigrenne. Also, naja. Alles klar, ne? Dachte ich mir auch so, ne? Bei dem. Jo. Ja, auf jeden Fall bin ich dann hinterher gelaufen. So, warum läufst du so nervös hinterher? Hast du doch ein bisschen Gras drin? Dann hat er Handschuhfach kontrolliert. Da war hier noch was Illegales drin. Also, war hier. Das ganz kleine Spiel. Ja. Ja. Guckt auch noch so rein. Komm rein, guck, packt doch wieder alles ein. Ja, packt wieder alles ein und sagt so, ja, ist alles in Ordnung, obwohl es eigentlich. Aber vor allem war er erstmal übelst gehypt von dem Subwoofer. Weil, was ist denn das? Ist ja nur Musik. Ja, auf jeden Fall haben sie dann den Drogentest gemacht. Halb 5 Minuten, 10 Minuten hat es gedauert hier. Also, wie gesagt, das Ding hier machst du halt hier auf, nimmst es raus. Ja. Musst du, hier hast du das, musst du ablenken halt. Dann kommt das rein. Und dann drückst du hier drauf und musst halt warten, bis das fertig ist. Und dann. Ja. Das ist das halt. Fertig. Ja, auf jeden Fall kommen wir dann so hinter. Er sagt zu dem Bullen, ey, hoffentlich ist er positiv, oder? Der Bulle so dreckig gelacht. Und, na prima, sieht doch gut aus, gesagt. Ne? Ich dachte so, scheiße, ey. Gibt er uns die Drogentests und sagt so, ja komm, ist gut, haut ab. Und das nächste Mal bitte langsam vorne. Also es hat mich echt gewundert, dass er keine Strafe zahlen musste. Dann haben die noch abgewartet, bis ich losgefahren bin und dann sind sie uns noch kurz hinterher gefahren und dann. Nee, mich hat echt gewundert, dass ich wirklich auch keine Strafe zahlen musste, weil er innerorts einfach mal 20 km schneller gefahren ist als und das Geilste war aber. Ist ja nicht das erste Mal, dass du zu schnell fährst, aber ist erstmal zweitens, würde ich behaupten. Das Geilste ist wirklich gewesen, der Bulle, ich hatte wirklich Probleme, an dich ranzukommen. Ich habe einen Polo, er hat einen Passat, 200 TDI. Ne, 150 PS ging. Ja. Das ist sauber. Der Bulle war halt am Escalation. Ja, das wollte ich ja machen. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ne? Lasst ein Like da, guckt auf Facebook, auf Instagram, bald auf Snapchat. Und gibt uns auf Twitter. Gibt uns Bewertungen in den Kommentaren. Genau. Alles klar, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace. Tschüss. Haut.